Ich sehe hier heftig den Kopf schütteln und deswegen für den Widerspruch im besten voltairischen Sinne hier auch nach oben sich anbietend den Autor des fast Bestsellers der BND Undercover und der Schattenkrieger, beziehungsweise 3, 4 Bücher, die es allesamt geschafft haben, große Medienöffentlichkeit und auch große Umsätze und Verbreitung zu erzielen, aber noch gefördert werden können, weil sie sich auch damit befassen, welche Rolle der BND in Bezug auf die Medien spielt. Herzlich willkommen, Erich Schmidt-Ehnbaum. Ich fange gleich ein, wo Sie den Kopf geschüttelt haben. Verbalisieren Sie das. Also Sie überschätzen den Bundesnachrichtendienst nachhaltig. Aus dieser Übergröße des Gebäudes kann man nicht ableiten, dass der was anderes hat als einen großen operativen Willen. Seine operative Leistungsfähigkeit tendiert gegen Null. Und das ist, wenn Sie in die freigegebenen amerikanischen Akten schauen, dann ist das ein weit desaströserer Zustand noch als in den 70er und 80er Jahren. Da wurde zum Beispiel ein neuer Abteilungsleiter 1 des BND in Washington willkommen geheißen mit der Bemerkung, helft uns in Libyen, wir haben da keine Präsenz, ihr seid da gut vernetzt und wir brauchen Informationen über Gaddafi, seid so freundlich und liefert was. Der heutige BND wird nicht mehr von der CIA angefragt, ob er in irgendeiner Region der Erde exklusive Informationen beisteuern kann. Ja, ich mache das mal deutlich, was im Bundesnachrichtendienst überhaupt passiert. Die haben eine relativ kluge Auswertung. Darf ich aber trotzdem fragen, wer war 008? Herr Schmidt-Bauer, der also diese Schwemme von Ostspionen, die die ganze Bundesrepublik durchseucht hatten, angeblich, aufdecken wollte. Ja, warten wir bis heute drauf. Der war Chef des Bundeskanzleramtes. Also nochmal zum BND mit seinen traditionellen Stärken, Fernmeldung der elektronischen Aufklärung. Eine zweite Riesenstärke, die er auch gerade im arabischen Raum immer noch hat, ist Partnerdienstbeziehungen. Wenn wir uns fragen, wie die Unterdrückungsapparate in Ägypten, Tunesien, Libyen technisch ausgestattet sind, dann ist das Siemens, dann ist das Rot und Schwarz und die arabischen Herren sind vom Bundesnachrichtendienst ausgebildet worden. Und der Gegendeal heißt, die liefern die von ihnen gewonnenen operativen Informationen nach Pullach, jetzt nach Berlin. Das ist das stärkste Informationsaufkommen überhaupt. Eigene operative Beschaffung, Agenten im arabischen Raum, tendenziell null. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, den letzten kennengelernt, den sie dann im arabischen Raum abgeschaltet haben. Im BND haben wir eine neue Generation von Juristen, die eigentlich einen Verwaltungsapparat ausmachen. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn ein Agentenführer des BND heute einen neuen Agenten rekrutieren will, dann musste er schon immer einen Operationsplan schreiben. Heute verlangt Herr Ohlau, dass auch noch eine Risikoabwägung juristischer Natur am Schluss dazu kommt. Was passiert, wenn die Anwerbung pressewirksam wird, wenn das aufliegt, wenn der Agent nicht taugt und dergleichen. Das führt dazu, dass die keine Agenten mehr rekrutieren, sondern so ungefähr auf den Stand der 60er Jahre zurückfallen und sagen, wir haben ja unsere Manager, wir haben unsere Touristen. Wenn die zurückkommen, dann fragen wir mal, aber richtig nachrichtendienstlich tätig werden, zero. Auch jetzt in Libyen in keiner Weise. Da sind die Spanier stark, da sind die Franzosen stark, da sind die Briten stark, aber nicht der Bundesnachrichtendienst. Wie sind Sie dazu gekommen, zu diesem spezifischen, außergewöhnlichen Job? Seine Geschichte, die man heute wohl erzählen darf. Es gab mal von einer großen Hamburger Illustrierten 1985, 86 ein Projekt namens Pilatus. Man wollte dem Spiegel nacheifern und eine große Serie über den Bundesnachrichtendienst machen und man hatte eine Innenquelle. Das heißt, einen Referatsleiter im Bundesnachrichtendienst, der ja, an die 150 cm gestapelt hoch geheime BND-Dokumente an dieses Magazin für 75.000 D-Mark verkaufen wollte. So geschehen und der Verlag war hinreichend dumm, das Geld ganz normal zu überweisen. Das hatte selbst der BND mitbekommen. Und daraufhin ist der BND-Präsident nach Hamburg geflogen und dem Verlagsleiter ganz einfach gesagt, das ist Beamtenbestechung, wir können das nachweisen. Aber wir machen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit.
Wir vergessen die Beamtenbestechung und ihr vergesst eure Serie über den Bundesnachrichtendienst. Damit waren alle glücklich, bis auf den Mann, der am heftigsten recherchiert hatte auf diesem Sektor. Eine Lebensleistung, ein Freund von mir von 4 Jahren. Der Eidesstatt zu versichern hatte, dass er diese ganzen BND-Dokumente vernichtet. Er musste nicht an Eidesstatt versichern, dass er mich vorher eingeladen hatte, die alle zu kopieren. Und so kam ich unverhofft auf sehr, sehr viel streng geheimes BND-Material. Dann war die Mauer gefallen, es gab Kontakte zu HVA-Offizieren, es gab das ganze veröffentlichte Material. Und daraus habe ich dann innerhalb von 3 Jahren ein Buch gestrickt, was den BND etwas erschüttert hat, weil ich vorher ja ein namenloser Autor war, er gar keine Sorge hatte, da konnte irgendwas Bedrohliches drinstellen. Und war dann ausgesprochen verwundert, wie viele streng geheime Strukturen, Operationen, Informationen drin waren. Und da muss man einfach sehen, das war eine Phase, in der es westdeutsche Geheimdienstspezialisten so gut wie nicht gab, weil ich auch ein Laiendecker wie Sie nicht dazu rechne. Und das sorgt dann für eine gewisse Erwartungshaltung der Medien. Dann kommen die Verlage, dann kommen die Medien. Man wird auf dieses Thema festgenagelt. Und ich muss einfach gestehen, dass ich mich auch gern habe festnageln lassen. Und angesichts der neuen Akten und Informationslagen, Herr Koch hat ja einiges davon ausgebreitet aus amerikanischen Archiven, wird dieser Job auch noch jahrzehntelang Spaß machen können. Er macht ja nicht nur Spaß, Sie haben ja auch Attacken auf Ihr Institut und sich ergehen lassen müssen. Wie war das? Vielleicht die letzte oder vorletzte, die ein bisschen mal hier einen Eindruck vermittelt. Ja, das habe ich 2005 erfahren, dass ich ab 1994 jahrelang mit bis zu 15 Observanten des Bundesnachrichtendienstes verfolgt wurde. Nicht nur ich. Aber mit welchem Erfolg? Ich habe Herrn Koch besucht in Hamburg, Herr Koch wurde auch observiert und die Observanten haben eine Woche in Hamburg verbracht und weder ihn noch mich gesehen. Das wissen Sie. Das wissen wir aus diesen Unterlagen, ja. Ich habe ja auch damals gedacht, dass meine Informanten berufskrank sind. Die liefen dann im Supermarkt an und sagten, ich bin bei Ihrer Lieblingsbehörde, wir sollen uns mal treffen, aber nicht in Ihrem Büro, nicht in meinem, nicht telefonieren. Geben Sie einfach meiner Gattin an der Wursttheke ein Zeichen und dann treffen wir uns Sonntag 10 Uhr in einer Dorfkneipe. Und gut Garage verschließen und immer in den Rückspiegel gucken. Ich habe mich an diese seltsamen Spielregeln gehalten und musste dann 5 Jahre später feststellen, es war sehr, sehr nützlich, wenn ich bin diesen Observationen entkommen und habe eine Vielzahl von ehemaligen oder aktiven BND-Leuten getroffen, ohne dass die Observationen des BND das festgestellt haben. Und dann gab es natürlich ein Gewaltzyklus. Je mehr ich veröffentlicht habe aus geheimen Quellen, desto mehr war der BND traurig darüber, dass die Observation das nicht abdecken konnte. Dann wurden auch sonnabends und sonntags und nachts bis 1 oder 2 Uhr Observanten eingeteilt, wenn man schließlich zu der Auffassung kam, ich müsste immer nur nach Mitternacht Gespräche führen. Das hat mich ein wenig erschüttert, als es offen wurde, aber es hat eigentlich die Republik ein Stück mehr erschüttert. Und dann muss man noch sagen, zu welchem Zeitpunkt es kam, weil der heutzutage ein sehr wichtiger ist. Das war das BND-Symposium 2005 und der eigentliche Ehrengast war der Sohn von Gaddafi, der Festredner des Bundesnachrichtendienstes zu diesem BND-Symposium, war der designierte Nachfolger von Muammar al-Gaddafi. Sie wollen das nicht weiter kommentieren? Gut, 2005 war das Jahr, wo wir schon mal einen roten Bock hatten. Ich denke, 2005 war es, vor 6 Jahren. Und Sie hatten gerade wieder eine Attacke, die durch die Medien gegangen war. Das war in einigen Fernsehberichten drin, das auf Ihr Institut. Eine Attacke, ein operativer Vorgang des Abschöpfens und Ausforschens ergangen war. Und Sie waren beim Roten Bock, wir waren noch gegenüber beim Café Sibylle. Und dann haben Sie darüber berichtet und anschließend beim Rausgehen habe ich Sie gefragt, wir haben jetzt eine neue linke Bundestagsfraktion. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Damen und Herren Geheimdienst das so einfach gutieren und hinnehmen, da werden die sich doch was einfallen lassen. Und dann gaben Sie mir den Tipp, ja, Sie hätten auch etwas erfahren, hier sei jemand von uns, der demnächst als Bundestagsabgeordneter auffliegen würde. Das sei so eine Geschichte mit Sex und Steuern und gaben mir dann gleich freundschaftlich den Klaps auf die Schulter, aber ich sei es nicht, obwohl das ja bei den beiden Begriffen naheliegend wäre.
Also, und 14 Tage später explodierte Gerd Winkelmeier mit einem Puff in Rheinland-Pfalz, den er hatte, einen kleinen, wo nur eine Wohnung war, wo zwei Frauen angeschafft haben. Und ja, immerhin, genau. Und glaube ich, einen kleinen Betrag, der wohl irgendwie da strittig gestellt wurde vom Finanzamt. Also es gab eine Information, die Sie auch nicht ganz genau wussten. Wie kommt so ein Vorgang zustande? Also Herr Koch wird es Ihnen bestätigen, wir haben solche Kisten mit Verschwörungstheorien, unbewiesenen Behauptungen, nicht nachweisbaren Geschichten, die Bände füllen können. Das heißt, Sie haben durch bestimmte Informanten glaubhafte Informationen zu bestimmten Vorgängen und man bohrt jahrelang und findet keine zweite Bestätigung und weiß genau, die Gegenseite ist sehr klagefreudig, dann lässt man diese Geschichten so lange im Kasten, bis man eine zweite Quelle findet, bis das irgendwie bestätigt ist. Aber generell zum Thema Verschwörungstheorien. Wir sind angesichts der weltweit neuen Aktenlagen auf Verschwörungstheorien, was zum Beispiel das Verhältnis des Mediennachrichtendienste betrifft, gar nicht mehr angewiesen. Die Akten in den Vereinigten Staaten, in den National Archives, da finden Sie dann operative Vorgänge, BND, CIA, wo die Herren gemeinsam zusammensitzen und sagen, das Ansehen der USA in der Bundesrepublik ist desaströs wegen des Vietnamkrieges, was tun wir dagegen? Und die CIA wird aufgefordert, Faktenberichte zu fälschen, zu schönen, beim BND abzuliefern und die gehen dann an sogenannte Vertrauensjournalisten des Bundesnachrichtendienstes, um das Ansehen der USA wieder zu heben. Also es gibt hunderte von Medien- und Pressevorgängen in diesen Akten, die auch sehr deutlich machen, in welchem Ausmaß von vornherein ab 45, 46 alle westdeutschen Leitmedien von der Organisation Gehlen und oder von der CIA unterwandert waren. Das betrifft so hehre Medien wie die Süddeutsche Zeitung, wo operative Beschaffer für die Organisation Gehlen in Wien tätig waren, die später leitende Funktionen in der Süddeutschen übernommen haben. Und so wie der Spiegel die eigene braune Vergangenheit, die Herr Koch aufgedeckt hat, nicht ins Visier nimmt, sieht man, dass die ganzen investigativen, angeblich so investigativ tätigen Tageszeitungen ihre eigenen Akten zum Teil kennen, aber natürlich verdrängen und hoffen, dass sie nicht in meine oder andere Hände fallen. Aber wir werden auch dazu noch publizieren. Sie mussten, glaube ich, schwärzen. Ich musste bei Undercover schwärzen, weil es gab eine Serie von Prozessen, die begann mit Herrn Böhnisch, der vom Berliner Kammergericht das absurde Urteil durchsetzte, ich dürfe nicht durch die Verbreitung einer BND-Akte, wo er als operativ wichtige Verbindung mit Decknamen und Verbindungsführer stand, den Eindruck erwecken, er habe mit dem BND zusammengearbeitet. Wenn man dieses absurde Urteil anwenden würde auf die gesamten MFS-Akten, dann dürfte keine einzige Geheimdienstakte, und das war ja nicht eine vom Fußvolk, sondern es war die, die der Vizepräsident des BND beim Bundeskanzleramt abgeliefert hat. Und durch dieses Urteil ermutigt sind dann so Lichtgestalten wie Herr Löwenthal und andere alle vor Gericht gezogen. Und es hieß vor Gericht immer für die Richter, da ist noch was in der Pipeline. Und selbst nach 4 Monaten haben noch Leute an Eidesstatt beteuert, sie hätten erst jetzt von meinen bösen Vorwürfen Kenntnis gehabt und könnten erst jetzt vor Gericht ziehen. Also es gab von der Gegenseite eine richtige Strategie, das Buch durch ein Urteil nach dem anderen in einer Abfolge von 3 bis 4 Wochen tot zu machen. Es gibt einen Vorgang, der mir möglicherweise auch mit Ergebnis einer Schwärzung, ich weiß es nicht, aber der bei mir so das Weltbild erschüttert hat, was mit fortschreitendem Alter immer weniger zustande kommt. Das ist der Vorgang, den Sie aufgedeckt haben, oder der jedenfalls, den ich bei Ihnen gelesen habe, des Flaggschiffs des liberalen humanistischen Journalismus Gräfin Dönhoff. Das heißt, das war immer für mich eine hohe Instanz. Ja, so, man war ja auch mal jung und hat das dann auch geglaubt. Das war eine ganz hohe Instanz. Und die Zeit war für mich, wenn ich von der Zeit gelobt wurde, ich bin mal für eine Platte gelobt worden, dann war ich heilfroh. Und wenn die mir was Schlechtes, weil ich zu radikal gegen die Deutsche Bank war, geschrieben haben, da war ich tief erschüttert und bin auch rumgelaufen und alle haben mir mitleidig auf die Schulter geklopft. Und plötzlich lese ich, die Chefin dieser Zeitung ist ein gewöhnlicher IM des BND gewesen, aber ich lese es nicht so ganz, sondern relativ wortreich, aber sie legen es nahe.
Haben Sie da irgendeine juristische Gatter, einen elektrisch geladenen Zaun zu beachten gehabt? Nein, überhaupt nicht. Als dieses Buch dann von gewissen Leitmedien verrissen wurde, spielte die erste Geige Herr Leindecker. Und er begann jeden Verriss mit dem Hinweis daran, dass sich diese Ehrengestalt des deutschen Journalismus, die Gräfin, jetzt in den Dreck ziehen würde. Nach der dritten Rezension habe ich ihm einen Brief von Frau Dönner, von meinem Verleger, geschickt, wo Frau Dönner sagt, sie hat das Kapitel gelesen und stimmt alles. Aber Sie schreiben ja nicht direkt, ich habe geschrieben, dass sie Deckname eingeschätzt als besonders gute Presse-Sonderverbindung, dass sie regelmäßig einen Abgesandten des Bundesnachrichtendienstes in Hamburg empfangen. Was in dieser Kiste nicht zu beweisen liegt, ist, dass die Gräfin Reisen finanziert bekommen hat von Gehlen, Auslandsreisen. Aber Herr Schmidt-Ehenbohm, eine Sache frage ich mich die ganze Zeit. Dieser Gehlen, das ist ein alter Nazi, der hat schon diese Tätigkeit für Adolf Hitler und die Faschisten veranstaltet und der kommt mit diesem rechten Weltbild in die neue Bundesrepublik, passt sich also an, das heißt Freundschaft mit Israel, all die Dinge, die man sich dann so draufschafft oder die viele von den alten Nazis sich draufschaffen, weil es auch nichts mehr kostet, aber im Kern extrem antikommunistisch, extrem gegen alles, was von links kommt. Warum ist es ihm ein solcher Ehrgeiz, ausgerechnet die linksliberale Medien an die Leine zu legen? Es gab im Kern eine Aufgabenteilung. Die meisten linksliberalen Medien sind von der CIA bezahlt und gesteuert worden. Auch im Bereich der Zeit. Aber Gehlen hatte natürlich den Ehrgeiz, das gesamte politische und Pressespektrum abzudecken. Der hat ja neben den vielen Nazis, die er rekrutiert hatte, auch eine Handvoll von Widerstandskämpfern, sowohl unter den Hauptamtlichen wie unter seinen sogenannten Sonderverbindungen in Politik und Wirtschaft. Ob er ein Nazi war, weiß ich nicht. Hitlerkritisch war er allemal. Er war nationalkonservativ, antidemokratisch. Und wenn ich auf diese... Nein, der war Fremde Heroost. Fremde Heroost, ja. Und wenn Sie in die Akten reinschauen, dann sehen Sie, dass er zu klerikalfaschistischen politischen Frontorganisationen wie dem Neuen Abendland, Abendländische Akademie, ausgesprochen innige Beziehungen hatte und dass die meisten Verbindungen in den politischen Bereich, in den ganz, ganz Rechten liefen. Das ist manchmal grenzwertig. Da kann man in manchen Fällen nicht genau feststellen, nimmt er da Verfassungsschutzaufgaben gegenüber den ganz, ganz Rechten wahr oder sind die Leute, die er da hineinschickt, Teil dieses Getriebes? Da arbeiten wir gerade dran, da gibt es tausende von Akten und da muss man gerade durch. Ja. Ich weiß noch was. Ich glaube, es ist an. Ist an. Nochmal zu dem Fall der Gräfin Dönhoff. Frau Dönhoff hatte einen Bruder, der war Vizekonsul in Zürich. Ist, um jetzt mal vorwegzunehmen, wegen nachrichtendienstlicher Tätigkeit im Mai 1945 von der Schweiz ausgewiesen worden. Was hat der Vizekonsul Dönhoff in Zürich gemacht? Er war verantwortlich für die Vermarktung des Goldes, Zahngoldes und Devisen von der Juden. So, das hätte ich gerne in meinem Buch noch gehabt, aber da war die Zeit zu kurz. Das nochmal als Randbemerkung. Und dann noch eine anschließende Randbemerkung zur Gräfin, weil nicht nur die Geheimdienstforscher stehen ja ausgesprochen kritisch gegenüber, sondern gerade die gesamte Anti-Apartheid-Bewegung. Weil sie dieses Apartheidsregime in den 50er, 60er und 70er Jahren massiv verteidigt hat. Der Grund lag darin, dass dieser, ihr dubioser Bruder, der Präsident der Deutsch-Südafrikanischen Gesellschaft war. Der Bruder hatte eine Farm in Südafrika und die ist mitfinanziert worden von der Organisation Gehlen und dann vom BND. Also ich füge nur mal an, die Degussa-Häuptlinge wurden ja nach dem Krieg dann auch verhört und sie haben weit von sich gewiesen, Nazis oder schon gar fanatische Nazis gewesen zu sein und begründeten übrigens ähnlich wie Abs, der sagte, ein Krieg braucht Geld, Geld und nochmal Geld und ich als gläubiger Katholik habe es besorgt. Ich war kein Nazi, nur gläubiger Katholik. Haben die Degussa-Häuptlinge haben gesagt, wir waren absolut dagegen, was mit den Juden gemacht wurde.
aber sollten wir das schöne Zahngold in die Grube sinken lassen? Also das ist, glaube ich, der Geist, den ich noch viel mehr fürchte als irgendwelche Glatzen oder Stiefelträger, die auf Straßen gelegentlich rumskandalieren, die man natürlich auch verbieten sollte und so weiter. Es gibt nur eine bemerkenswerte andere Einschätzung von Konrad Adenauer zu einem ganz bestimmten historischen Zeitpunkt. Was bisher nicht bekannt ist, Adenauer kriegte Besuch vom amerikanischen Geheimdienst 6 Wochen vor der deutschen Kapitulation und spielte dem OSS den absoluten Antifaschisten vor. Und er hatte auch bestimmte Maßstäbe und hat, darauf hat Herr Schölze sicherlich schon hingewiesen, Prozentzahlen in den Raum geworfen, welche Sektoren am meisten NS-verseucht seien. Das waren bei den Juristen so 70%, in der Wirtschaft 50%, nur bei Journalisten hat er 95% angenommen. Naja, dann hat er den Auschwitz-Mitkreditierer und Weltkriegsmitfinanzierer Hermann Josef Abs zum Chefberater gemacht und mit Pferdemenges hatte er ja auch die enge Verbindung und Klopke, den Kommentator der Reichsrassengesetze, zum Staatssekretär, also das zum überzeugten Antifaschisten Adenauer. Herr Schmidt-Ehnbohm, wenn meine Verschwörungstheorie durch all das Stasien jetzt verfestigt, er hat mich schon entsorgt, ich habe auch aufgeatmet, dass der BND doch, und Sie haben das ja auch bestätigt mit Ihrem Kopfschütteln, doch weniger gefährlich sei. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, bei inneren Konflikten in meiner Partei ist der Spiegel immer so informiert, dass es nicht mal so zu erklären ist, dass die Leute, die sich in der Partei dem Spiegel näher fühlen als, sagen wir mal, dem Antikapitalismus, dass die das dem gemeldet haben, sondern es sind wirklich ganz intime Fakten, manchmal aus Gesprächen von engen Freunden, die dort zur Grundlage einer Nachfrage werden. Und so kann man ja überhaupt nur schwarzes Geld weiß waschen, dass man etwas, was man zugesteckt bekommt, dann in eine Frage kleidet und der andere ist so perplex, dass so eine gute Information vorliegt, dass er dann darauf einsteigt. Und wenn er darauf einsteigt, ist das Geld von schwarz auf weiß gewaschen, ist die Information von schwarz auf weiß gewaschen. Können Sie sich wirklich nicht vorstellen, dass der BND wenigstens das Handwerk beherrscht, unsere Telefone abzuhören? Wir sind das Objekt der Begierde auch als Fraktion, obwohl das nicht verfassungsrechtlich ist. Wir klagen ja auch in der Frage. Und dann, dass die Auswertung dieser internen und auch illegal erworbenen Materialien dem Spiegel und anderen Organen zugespielt wird, um dann entsprechend die Skandalisierung gegen gewisse Politiker. Das ist völlig absurd. Auf keinen Fall vom Bundesnachrichtendienst. Da herrscht ein Klima gegenseitigen Misstrauens. Jeder würde die Chance nutzen. Das würde ja passen, weil das bei uns auch ist. Ja, aber da würde jeder die Chance nutzen, einen Referatsleiter-Kollegen über eine solche illegale Inlandsaufklärung stolpern zu lassen oder ein nachfolgender junger Jurist, der denkt, wenn er die 3 Übrigen über sich wegschießt, wird er Referatsleiter. Das ist das Klima, das Betriebsklima in diesem Laden. Die Verfassungsschutzbehörden versuchen es natürlich. Und die haben auch immer noch ihre fußläufigen kleinen Spitzel, die in Kneipen, bei kleinen Veranstaltungen anwesend sind, diesen oder jenen Informationsbrocken aufschnappen. Und dann müssen sie sehen, dass bestimmte Medien auch ein durchaus starkes Eigeninteresse haben und eigene Leute laufen haben. Nicht die Journalisten, die schreiben, sondern Honorarmitarbeiter von Verlagen. Würden Sie ihn warnen, dass vielleicht in seiner Redaktion auch ein Verfassungsschützer ist? Das glaube ich nicht. Nee. Ja, ich auch nicht. Gut, ich will nur mal fragen. Man darf doch fragen. Also, es ist ja. Ja. Weil ich davon ausgehe, dass Sie sowieso alles mitbekommen. Da braucht man nicht extra jemanden platzieren. Also da gibt es andere Möglichkeiten, denke ich, das sehr genau zu erfassen. Ja? Und dann allerdings, davon gehe ich auch aus, und ich meine, allein so eine Erwähnung im Bundesbericht des Bundesverfassungsschutzamtes, wie gesagt, ist rechtswidrig und hat eindeutig eine einzige politische Funktion. Ja? Also warnt bestimmte Leute, die vielleicht dazu neigen könnten, die junge Welt zum Beispiel in Bibliotheken zu stellen. Da werden dann Seiten gesperrt aufgrund
einer solchen Erwähnung. Oder eben Lehrer, die vielleicht bestimmte Artikel interessant finden und die in einer Schulklasse verteilen. Das wird durch sowas verhindert und natürlich darüber hinaus, Gewerkschaften und so weiter und so weiter. Das sind politische Aktionen, nicht? Und wie gesagt, das ist ein großer Teil der Tätigkeit, die dort vorherrscht. Aber dazu muss man nicht, also sagen wir mal, mit den äußersten geheimdienstlichen Mitteln arbeiten. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet mit der imaginären Grenze, wo System richtig radikale Systemkritik beginnt und wo man mit dem Begriff links relativ moderat umgeht und eigentlich so wie brave Sozialdemokraten zwar sagt, ich bin links, aber doch für den NATO-Doppelbeschluss ist und doch ein bisschen für Atomkraftwerk und doch ein bisschen gegen die Enteignung großer Konzerne, demokratische Enteignung. Diese Grenzziehung findet statt jetzt bei der Linken. Da sind die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wenn das jetzt nur bei der Linken wäre, könnte man sagen, alles Fantasiererei von Dieter Dehm, weil er eben Verschwörungstheoretiker ist. Aber es hat ja genauso bei den Jusos stattgefunden früher. Und es hat genauso, bei den Grünen. Also die ganze Ausgrenzung von Jutta Ditfurth und ihrem Flügel läuft ja genauso, wie man es versucht hat, gegen Sarah Wagenknecht und andere, sagen wir mal. Können Sie sich vorstellen, dass in so einem, jetzt aus Ihren Worten, weiß nicht ganz genau, wie Arnolds Position ist, zu schließenden etwas schlichten Kopf eines Geheimdienstlers, so eine Metapher mit dieser Grenzziehung vorhanden ist, oder glauben Sie, das ist nicht? Sie schütteln schon den Kopf. Die Grenzen sind A, fließend, und B, kann man gerade bei den Grünen beobachten, dass es die vom Realo-Flügel selbst waren, die diese Mechanismen der Abgrenzung, der Ausgrenzung eingeleitet haben. Und aber frage ich Sie, hätten die das gekonnt, wenn ich das mediale Begleitfeuer gewesen wäre? Na, die haben ihre Vertrauensjournalisten und die haben die auf der Basis von Konsens gegen die ganz Linken gefüttert. Und das im entscheidenden Moment des Wechsels bei den Grünen und genau das Gleiche bei den Jusos und genau das Gleiche bei uns, dann gewisse Skandale nach oben kommen, ist schierer Zufall. Nein, also nehmen wir mal so jemanden wie Otto Schilly bei den Grünen, beim Realo-Flügel, kriegt dann große Probleme, weil er Porsche-Werbung macht, und 14 Tage später finden sie über seine Kritiker innerhalb der Partei despektierliche Informationen in der Tagespresse. Das soll ganz abseits der Geheimdienste laufen? Das läuft zwischen den Medien, weil auch die Medien natürlich gucken, wie laufen die Fronten bei den Fraktionskämpfen, wo hole ich mir da jemanden ins Boot, wer informiert mich exklusiv, wenn ich seine Position niederschreibe. Also das machen Medien schon mit Politikern und Politiker mit Medien. Sicher auch in Gesprächen mit Geheimdienstleuten. Also das glaube ich schon, dass, sagen wir mal, politische Gespräche gar nicht mal sozusagen klassische V-Mann-Gespräche oder so stattfinden, aber politische Gespräche stattfinden und da natürlich schon bestimmte Übereinstimmungen herrschen, ja, in welche Richtung man arbeiten muss. Also um es nochmal zu sagen, also Otto Schily hat vor dem Bundesverfassungsgericht gelogen, als es um das NPD-Verbot ging. Dann waren die nicht nur sauer, sondern haben gesagt, der Verfassungsschutz hält sich hier eine Neonazi-Partei. Und also ich übersetze das so, wenn Sie sagen, fehlende Staatsferne. Ja? Und ich mache mir dann natürlich schon Gedanken, wenn am 17. Juni also die NPD einen Aufmarsch vom Karl-Liebknecht-Haus plant, dann es Protest von der Linkspartei gibt und dann die Berliner Versammlungsbehörde, Innensenat und so weiter die ganze Geschichte vor das Haus der jungen Welt verlegen. Also da kann mir dann auch keiner mehr sagen, dass das nicht Absicht ist. Und natürlich, also da etwas herbeigeführt wird. Aber gut, das ist die Funktion auch dieser braunen Typen, eben genau was zu provozieren. Was man dann wieder, da kann ich allerdings hier in der Berliner Presse auch bestimmte Namen nennen, dann bei bestimmten Leuten sofort am nächsten Tag in der Zeitung liest oder schon vorher.
bevor überhaupt was passiert ist. Die gibt es natürlich auch. Also ich möchte nochmal auf die theoretische Geschichte zurückkommen, dass man mit Geheimdiensten politische Gespräche führen könnte, wie Sie sagten. Stellen Sie sich ein politisches Gespräch oder können Sie sich ein politisches Gespräch mit Herrn Urlau vorstellen? Urlau. Nicht nur mitnichten, sondern der wird einen Teufel tun, irgendwie zu erkennen, zu geben, was wie rumläuft. So, jetzt haben Sie ein politisches Gespräch mit dem Referatsleiter. Der ist noch ängstlicher. Und so gehen Sie die Stufen runter. Und wenn Sie dann an den Pförtner angelangt sind, der hat eh keine Ahnung. Also politische Gespräche habe ich mit einem Geheimdienstler selten geführt oder selten führen können. Ja, nehmen wir es doch mal anders. Wir haben den Fall Schmidt, Gräfin Dönhoff aufgedeckt von Schmidt-Enbo. Wir haben andere Namen in beider Bücher von Spiegelredakteuren, die an der Nadel gehangen haben. Indirekt oder direkt? Meistens ist ja der indirekte Weg der praktikablere, dass man gar nicht weiß, dass man vom Geheimdienst geführt wird, aber geführt wird. Ja, das geht. Über drei Ecken geht es. Natürlich geht es. Man kriegt Informationen. Das ist die hohe Kunst der Agentenführung. Genau. Die beherrscht der Bundesnachrichtendienst nur im Ausnahmefall. Hoffe, dass Ihr Pessimismus stimmt. Wenn Sie sehen, wie das KGB Immigrantenorganisationen gesteuert hat und Immigrantenpresse, das lief nie durch oder selten durch die direkte Rekrutierung von Agenten. Das lief immer über drei Ecken, ganz klug gemacht. Aber ich habe jetzt wieder so ungefähr 40.000 Blatt BND-Akten neu gelesen. Da fand ich keinen einzigen so klugen Vorgang. Gut, aber bevor Sie anfangen, Herr Koch, vielleicht können Sie das dann mitbeantworten. Wir haben immer die gleichen, die mit unserer Partei befasst sind. Das ist beim Spiegel zwei Herren und das ist bei dem Tagesspiegel immer Meißner und beim Spiegel ist es meistens Berg und andere. Und können Sie nach den Erfahrungen, nach dem, was Sie selber zu Papier gebracht haben, ausschließen, dass dort direkte oder indirekte Einwirkung von Geheimdiensten, wenn man über Jahre hin mit der Linken befasst ist, auch mit dem Zuspielen von Informationen, die dann gezielt eingesetzt werden, wenn bestimmte Köpfe rollen sollen? Also das mit der Linken kann ich nicht beurteilen, aber ich kann mal einen Fall schildern, der mich betrifft. Ich habe, so einen Kollegen gehabt, wo wir uns beide nicht mochten. Das war Dr. Thomas Walde beim Stern, der auch mit den Hitler-Tagebüchern zu tun hatte. Und da habe ich gehört, dass er sich mal beim BND beworben hätte. Und anlässlich eines Abends mit einem meiner BND-Leute habe ich dann mal gefragt, könnt ihr mir die Sicherheitsakte nicht schicken? Hat er dann natürlich einen Vogel gezeigt, das ist unmöglich, das ginge nicht. Und ich habe ein Postfach und da war dann vier Wochen später die Sicherheitsakte drin von Herrn Dr. Thomas Walde, der deswegen abgelehnt worden ist, weil er Kontakte nach Ost-Berlin bzw. Erfurt und Bulgarien hatte. So, der Hintergrund ist, weshalb ich die Akte gekriegt habe und sie dann auch publiziert hatte, dass Walde, weil er beim BND abgelehnt worden ist, beim Stern gegen den BND angeschrieben hat, als alte Retourkutsche. Und das ist der Grund, weshalb der BND mich benutzt hat, weil ich Interesse für Walde hatte. Sonst hätte ich die Sicherheitsakte nicht gekriegt. Wie schätzen Sie sein Buch ein? Das war ja nicht neu für mich. Ich glaube, das ist jetzt ein vierjähriger Entstehungsprozess. Ich habe viele Kapitel davon vorher gesehen. Ich habe manchmal kleinere Ergänzungen geliefert. Also wir beide kooperieren sehr intensiv auf diesem Feld. Und es ist etwas, wo man sagen muss, er schlägt eine Schneise in die Geschichte des Bundesnachrichtendienstes und der Organisation Gehlen. Und diese offiziell berufene Historikerkommission, die wird daran schwer zu kauen haben. Was würden Sie, und das frage ich dann jetzt so allmählich zum Abschluss alle, einer linken Partei, die noch 12%, also 11,8 im Bundestag hat, gegenwärtig, sage ich noch, hoffe ich, noch hat, raten im Umgang mit den Geheimdiensten A auf der parlamentarisch-politischen Ebene und B im praktischen Umgang, was mögliche Argwohn und Bösgläubigkeit anbetrifft? Schutzmaßnahmen, vergessen Sie es, weil Sie geraten dann in so eine Art Verfolgungswahn. Einfach ignorieren, das heißt auf der politischen
Ebene, wie der Jan Korte das zum Beispiel in einer Aufarbeitung der BND-Vergangenheit macht, aktiv mitarbeiten, schwere eigene Akzente setzen, in der Geheimdienstkontrolle gut mitwirken, Fachleute rekrutieren, die Geheimdienstentwicklung, Gesetzesnovellen und dergleichen ins Auge nehmen, aber bitte nicht versuchen, sowas wie eine parteiinterne Spionageabwehr zu machen. Das hat die alte Dame SPD schon versucht in den 20er und 30er Jahren, das ging schief, weil die KPD wiederum die SPD ein bisschen unterwandert hatte. Umgekehrt übrigens auch. Aber nicht so dolle. Nee, nee. Was würden Sie denn raten? Also, das ist Quatsch. Also, ich würde keine Spionageabwehr oder, oder sowas Ähnliches. Ja, oder parlamentarisch. Parlamentarisch würde ich dann in den Ausschüssen immer ein bisschen Druck machen. Und das muss natürlich dann auch publiziert werden. Nicht? Das ist, so in meinem Bekanntenkreis ist es immer wieder eine Freude, Gysi zu hören. Und das ist der Einzige, der witzig ist. Mal von Steinbrück abgesehen, aber das sind die zwei Politiker, die so in meinem Bekanntenkreis so die Dominanz haben. Nicht? Das ist eine psychologische Geschichte jetzt auch oder atmosphärisch. Also ich würde, wenn das so weitergeht mit unserer Bundesregierung, ich würde dann aus, ich habe das schon mal damals die PDS gewählt und ein paar Freunde von mir auch, ja, das aus Ärger. Schierer Verzweiflung. Ja. So, und das ist eine Protesthaltung, aber die grassiert. Und wenn man sich heute die politische Landschaft anguckt, ich will gar nicht jetzt vom Euro reden, dann kann man nur entsetzt feststellen, also man kann nur weglaufen, nicht? So, und wenn ich mir Herrn Westerwelle jetzt angucke, der 14 Tage nach New York zu UN will, dann fällt mir gar nichts mehr ein, nicht? Also, es ist schlimm. Ja, also Schutzmaßnahmen völlig richtig, da macht man sich verrückt. Das gilt auch für die Zeitung. Was die Partei angeht, also wenn man gegen den Krieg ist, und ich denke, es geht um den imperialistischen Krieg, und das ist nach meiner Meinung auch übrigens die Brücke vom Kaiserreich über Weimarer Republik, die personelle und institutionelle Kontinuität, Faschismus auch. Natürlich, die gab es, aber es ist eben diese Weltmacht, mindestens mitspielen, die Intention, und die ist ja wohl ungebrochen. Und da würde ich schon sagen, da gehören die Geheimdienste dazu, und insofern würde ich Herrn Schmidt-Inboom nicht widersprechen, sagen, ja, sicher, der BND ist so, das höre ich mit großem Vergnügen, das glaube ich ohne weiteres, aber es gibt ja auch Schläfer. Also ich meine, schlafende Institutionen, die, wie sich dann herausstellt, in den entscheidenden Situationen, nämlich dann, wenn es um große Krisen und um größere Kriege geht, dann auf einmal sehr gut funktionieren. Und aus diesem Grund würde ich sagen, die Geheimdienste, würde ich der Partei raten, beschneiden, bis zum geht nicht mehr. Es gibt legitime Aufgaben, zweifellos, also das sehe ich auch so. Aber es gibt auch vieles, was sie sich anmaßen, was also Polizei, ja, ja, was Polizei Dinge angeht, und natürlich was eben ideologische und politische, ja, von der Gesinnungspolizei bis eben zur aktiven Eingreifen in Politik. Das machen sie ständig. Ja, wenn ich mir den Auftritt des Bundesinnenministers bei der Vorstellung eben des Verfassungsschutzberichtes angucke, kann ich nur sagen, der Mann hat sie doch nicht alle. Also fantasierter linksextremistische Krieg, Bürgerkrieg hier herbei, jetzt am Freitag geschehen, was ist denn das? Also da kann man einfach eindampfen, würde ich sagen. Letztendlich, die Revolution steht nicht vor der Tür, aber da gilt ohnehin, die Geheimdienste auflösen, aber bis dahin eindampfen und natürlich schärfste Kontrolle. Und offensiv angehen, weil ich finde es ein Skandal, dass der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Herr Ohlau, als Leiter einer kleinen Bundesoberbehörde, mehr ist er ja nicht, Pressekonferenzen mit politischen Leitlinien gibt. Also das, was eines Staatssekretärs, was eines Ministers wäre, dieses Recht nimmt sich Herr Ohlau heraus,
Und es darf eigentlich hier die Politik nicht dulden, dass ein so unbedeutender Teil der Exekutive versucht, Maßstäbe zu setzen. Und dann noch die völlig falschen. Da wäre der ein oder andere Ordnungsruf mal angebracht. Und ich sage mal ein Beispiel. Als die Rebellion in Libyen begann, hat Herr Gaddafi getönt, das käme von Al-Qaida. Und 14 Tage später sagt sein alter Freund Urlau, durch den Zerfall des Gaddafi-Regimes besteht die Gefahr, dass Al-Qaida in Libyen ganz mächtig wird. Jetzt war ich auf einem großen internationalen Geheimdienstkongress in Den Haag vor einigen Wochen. Da war die Spitze amerikanischer, niederländischer, dänischer, belgischer Nachrichtendienstler vertreten. Und angesprochen auf die Frage, was Herr Urlau da verbreitet hätte, haben die nur gesagt, Nonsens, totaler Nonsens. Aber der macht damit hier Politik. Da steht ein Behördenleiter nicht an. Wir kommen zum Abschluss. Ich werde mich auch gleich bei allen drei nochmal artig bedanken und dann auf Ihren Beifall hoffen. Aber das Buch ist ja geronnen. Ihre Bücher sind geronnen, die sind jetzt da. Die werden. Wann wird das nächste erscheinen? Im September bei Christoph Links mit einer eher historisch zunächst anmutenden Biografie. Mhm. Aber Kernbestandteil des Buches ist der geheime Aktenbestand des BND-Residenten in Tunis von 1956 bis 1961. Tunis. Den haben wir komplett mit der Hauptaufgabe, die algerische Befreiungsbewegung gegen Frankreich zu unterstützen. Also das operative Doppelspiel adenauerischer Politik ganz klar und deutlich. Und das war auch eine Zeit, wo wir nicht einen nur aufklärenden Nachrichtendienst hatten, sondern einen, der versucht hat, wieder Weltpolitik zu gestalten. Und Ihre Internetseite? Also die führt euch gelegentlich mal mit kleineren Aufsätzen, ja. Aber... Ja, nur das wäre Internet. Ja. Sagen Sie sie mal. www.geheimdienste.info. Und das große Projekt, was natürlich läuft, ist eine Studie zur Organisation Gehlen. Da sind aber erst 350 Seiten fertig und es wird ein Projekt von 800 bis 900. Da wird man sich noch bis 2014 etwa gedulden müssen. Kommt bei Ihnen was Neues und auch die Internetseite, dass man das Geronnene lebendig noch... Also ich werde nie eine Internetseite haben. Das weiß ich noch nicht. Also im Augenblick bin ich ein bisschen faul und lasse den Sommer mal vergehen und dann den Herbst mal gucken, was da passiert. Deine Internetseite, da ist ja immer was drauf. Man kennt sie hier, sagst du trotzdem nochmal. www.jungewelt.de. Vielleicht in das Mikrofon, das ist auch www.jungewelt.de. www.jungewelt.de. Ich möchte allen dreien ganz herzlich danken. Natürlich wie immer hier der Helle Panke, die das organisiert hat. Weltnetz TV nimmt das hier auf. Weltnetz TV kann man auch googeln. Und es wird dann, denke ich, auch möglicherweise hier in Verbindung noch mit anderen alternativen Internetplattformen erscheinen. Es wird ja demnächst nur noch Fernsehapparate geben, wo Fernsehen und Internet in einem ist, sodass man, wenn das Fernsehen so langweilig ist, wie es ist, ist ja grauenhaft, wenn man das Fernsehen abends sieht, die 36 Kanäle, fühlt man sich an McCarthy erinnert, der gesagt hat, wir saugen sie leer über die Medien, um sie dann mit unserem Material wieder anzufüllen. Und das Leersaugen findet im Moment sehr extensiv statt, habe ich das Gefühl. Also wer das dann kontrastieren möchte, der kann dann sein eigenes Internetprogramm machen, was man nicht mehr im Fernsehen chronologisch abrufen muss, sondern was man auch parken kann und dann zu passender Zeit guckt man sich den Spielfilm oder die Info oder die Dokumentation an oder die Nachrichtensendung, die man möchte. Das wird die nächsten Generationen der Fernsehapparate Standard werden, deswegen auf die Internetfernseher achten. Da sind auch viele, die sich mit den Geheimdiensten beschäftigen, nicht alle auf dem ganz hohen Niveau wie Enttarnt oder BND, nicht immer so aktuell wie die junge Welt, aber ich möchte ganz herzlich Arnold Schölzel danken, Erich Schmidt-Ehnbohm danken und Peter Ferdinand Koch danken, dass Sie hier waren, Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, es war informativ, auch wenn es heute nicht durch Musik abgepuffert wurde, aber so harten Informationen bedarf man der Puffer nicht. Einen schönen Sonntag.